Ja, herzlich willkommen zurück hier im Kellerstudio live aus dem Erlacher Hof am Berner Digitaltag. 60 Programmpunkte, über 100 Referentinnen und Referenten haben wir auf dem Programm und wir fahren mit einem ganz spannenden Thema weiter, nämlich die digitalen Sprachassistenten. Wir kennen Alexa zum Beispiel, aber die digitalen Sprachassistenten, Behördenkommunikation, was sind wir da, was wollen wir da, was wollen da Bürgerinnen und Bürger und was sind das für Leute, die dahinterstehen, mit welchen Überlegungen. Und zudem begrüße ich ganz herzlich die Rolli, UX-Writerin, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Absolut. Guten Morgen. Und der Markus Maurer, Country Manager for WE Agency. Herzlich willkommen hier im Studio. Merci vielmals. Ja, Markus Maurer, WE Agency. WE steht für Voice User Interface. Hast du mir vorhin noch erklärt, das heisst, die bauen genauso Sprachassistenten? Ja, das ist genau richtig so. Eigentlich der Überbegriff über das Ganze sind sogenannte Conversational User Interfaces. Und das Voice User Interface ist halt, wenn man mit Sprache Eingabe machen kann, beim Telefon oder beim Computer. Wir kennen ja den GUI-Shot, das Graphical User Interface, das wir seit Jahren haben, den Bildschirm. Und Voice User Interface ist von dem her halt etwas Revolutionäres, weil zum ersten Mal Maschinen unsere Sprache reden und wir nicht Maschinensprache müssen lernen. Also wir können direkt sagen, wie uns der Schnabel gewachsen ist und die Maschinen verstehen das und können noch wieder antworten in Wort oder in Schrift. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, das klingt ja sehr praktisch, kann ich das so in Mundart zukünftig machen? Also in Hochdeutsch kann ich mir das inzwischen vorstellen, aber wenn ich das auf Berndeutsch sage, versteht man mich dann nicht? Muss man vielleicht sagen, jein. Also wir haben zum Beispiel den Swisscom TV Assistant bauen und der versteht Schweizerdeutsch. Und gerade wenn man einen gewissen Use Case hat, wie eben zum Beispiel die TV-Box oder bei den Behörden, ist ja immer eigentlich das, was man würde sagen, eingeschränkt und dann kann man den Assistenten eigentlich bauen, dass er das Wesentliche versteht. Generell verglichen ist natürlich Sprachen wie Englisch, Deutsch, was viele Leute gibt, sehr, sehr viel weiter. Aber es gibt einige Initiativen auch in der Schweiz, dass man eben das Schweizerdeutsch vorwärts bringt. Und es ist eine Frage vor der Zeit, dass eigentlich sämtliche Dialekte auch werden verstanden werden. Irene Rolli, ja, für mich oder auch für Leute, die jetzt nicht so digital affin sind, ist das vielleicht manchmal schon ein grosses Fragezeichen, was dahinter steht und schlussendlich vielleicht auch die Frage, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Also man muss es am Bürger oder Bürgerin vielleicht auch ein bisschen näher bringen, manchmal so Themen. Wie sieht das aus? Wie schwierig ist das? Oder wie geht man da vor? Also jetzt um das Näherbringen oder die Nutzung von diesen Sprachassistenten ist eigentlich also tatsächlich so, dass Sprache unser natürlichste Kommunikationsmittel ist. Also es ist viel weniger schwierig oder schwierig aufwendig, weder lesen oder schreiben. Also eben, Markus hat vorhin gesagt, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wenn man denkt, einen Text lesen, das können noch lange nicht alle oder können nicht mehr alle oder noch nicht alle. Hingegen Sprache, Reden, Sagen, was man für ein Bedürfnis hat, ist für viele einfacher. Und darum können Voice- oder Sprachassistenten vielen mehr Leuten eigentlich zugänglich gemacht werden. Ja. Wenn man denkt, jetzt als praktisches Beispiel eine App bedienen für ganz einfache Tasks, einen Fahrplan bei SBB zu suchen, bis man die App aufgemacht hat, ins richtige Feld getippt hat, dabei könnte man einfach sagen, Bern-Zürich, der nächste Zug, wenn fährt der? Also das Bedürfnis äußern ist oftmals sehr viel einfacher, weder eine technische Lösung zu bedienen, ja. Ich bin grosser Science-Fiction-Fan, grosser Star Trek-Fan. Dort ist es natürlich seit Jahrzehnten, dass man auf der Enterprise, auf der Brücke ist, und sagt, Computer, und dann redet man mit dem, und der macht alles bereits. Also, von dem her kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ist natürlich aus dieser Warte aus eine kleine Spielerei. Darum haben vielleicht Teil von uns also Alexas und Co. daheim, weil es einerseits nett ist, ein Brotrezept für das, aber es ist auch lustig, für das irgendwie den Nachbarn können zeigen, hört mal da. Aber es wird ja mehr sein, schlussendlich. Ja, das ist richtig. Oder was ganz wichtig ist, ist schon in Sachen Barrierefreiheit. Also man sieht, dass zum Beispiel Kinder und alte Leute extrem schnellen Zugang haben zu diesen Systemen. Und eben jetzt vielleicht auch, wenn man von ganz alten Leuten redet, wenn man nicht mehr so gut sieht, wenn vielleicht, auch wenn man vielleicht die Digitalisierung, den Einstieg ein bisschen verpasst hat, wenn ich auf einmal einfach eine Frage stellen kann, und bekommen die Antwort. Also, da ist auf einmal das Internet oder all die digitalen Inhalte auch einfacher zugänglich. Also, es steckt viel mehr dahinter. Aber es ist schon auch richtig, dass man wirklich, und gerade wenn man so einen Assistent plant, dass man Sachen tut, umsetzen, die Sinn machen und nicht Nonsens-Sachen. Und es gibt, wie Sie dann gesagt hat, oder, ganz viele Sachen, wir sind schon mal dreimal schneller im Reden als im Schreiben. Also, dort ist schon mal
es passiert schneller. Und man sieht jetzt aber auch, dass man mit so Voice-User-Interfaces wirklich auch komplexe Computersysteme viel einfacher zugänglich machen kann, weil man einfach nur eine Frage stellen kann. Vorher musste man wissen, wie ich 40 verschiedene Filter einstellen kann. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle, passiert das dann automatisch. Also man muss schon Sachen machen, die sinnvoll sind, wo die Leute auch, sag jetzt mal, Zeitgewinn haben, die Sachen vereinfachen. Also etwas für, ich sage dann immer, für Voicifizieren bringt nichts, nur dass es gemacht ist. Es muss einen Sinn machen dahinter. Das ist richtig so. Als Beispiel, wie gerne füllst du die Steuererklärung aus? Gar nicht gerne, aus diversen Gründen. Genau, wenn dich die Vorstellung, du hast vorhin gesagt, du hast gerne Science Fiction und so, die Vorstellung, dass zukünftig einfach irgendwelche Dokumente irgendwo kannst aufladen, vielleicht ein paar Fragen kannst beantworten und die Sache ist erledigt. Perfekt. Das ist schon attraktiv. Das klingt sehr attraktiv. Genau, und solche Sachen wären grundsätzlich... Wäre machbar. Dort habe ich eine Anschlussfrage. Jetzt gibt, wenn wir bei Steuererklärung bleiben, es gibt dann aber hinten dann natürlich auch so einen Kontrollmechanismus. Man muss ja prüfen, sind die Angaben richtig, die da eingegeben wurden, stimmt das alles, ist das detailliert genug? Ist dir das gegeben, wenn ich es mündlich mache und mich vielleicht noch verhaspeln oder vielleicht etwas vergessen habe? Wie sieht es mit diesen Problematiken aus? Ich denke jetzt gerade also am Beispiel von der Steuererklärung wäre es natürlich, also die Wichtigkeit, dass die Daten stimmen, ist in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Also so, dass es sicherlich nachher auch im visuellen Rahmen noch ausgespielt wird. Also, dass man das Resultat nochmal anschauen kann, bevor es eingereicht wird. Also, dort ist ja die Voice und die grafische Interface sind dort sehr eng. Das sieht man ja jetzt bei Alexa, wo es auch Smart Speaker gibt, die noch einen kleinen Screen haben, für gewisse Sachen eben auch noch auf visueller Ebene anzuschauen oder zu bestätigen. Ich glaube, das muss mich abhängig machen, was würde passieren, wenn jetzt eine Information falsch verstanden wäre worden. Ich merke so, wenn ich hier rede, zwischendurch habe ich einen Stockler, ich habe ganz viele ES drin, ich hoffe immer wie weniger durch den Tag durch, aber das gibt es halt, sind das Sachen, die quasi der Computer kann abstrahieren und ausblenden, oder wie sieht das in der Technik aus? Das ist richtig so, weil der Computer nimmt quasi den Satz entgegen. Also, am Anfang nennt man so gerne an, ist es mal Speech to Text. Also, das, was gesagt ist, Worte in Wörter abschreiben. Und dann muss man aber noch einen Sinn in den Satz hineinbringen. Auch der tut der Computer in verschiedene Sachen, gibt es dann auch Fachbegrifflichkeit, über die verzichten wir jetzt, einteilen, die dann in einer Datenbank weiterverarbeitet werden kann. Und das ist auch dort, wo dann die ganze Linguistik hineinkommt. Ich arbeite in einer Firma mit über 25 Linguisten, weil ein Satz kann ja ganz verschieden gesagt werden. Also, aber es sind eben sogenannte Intent drin, wie oft ist etwas gesagt worden, oder ist noch eine Zahl drin, die eine Menge angibt, und das wird dann in Einzelteile zerlegt und von dort verarbeitet es dann der Computer. Und vielleicht noch zu dem, was wir reden von digitalen Assistenten. Ein digitaler Assistent führt dem eben auch durch und kann eben vielleicht auch hinterfragen, stimmen die Zahlen, und kann immer aufmerksam machen, da stimmt vielleicht etwas nicht. Also, das ist jetzt vielleicht auch die Steuererklärung ausfüllen, ist jetzt vielleicht auch nicht der Case, den ich anfangen würde. Man muss vielleicht zuerst ein bisschen mit einfacheren Sachen anfragen. Eben, ich bin überzeugt, zum Beispiel in der Stadt Bern bekommt jeden Tag x-mal die gleichen Fragen gestellt. Und das kann man auch am Telefon, digitaler Assistent, der die Fragen beantworten kann oder die Leute am richtigen Ort herführen. Und das sind so die einfachen Sachen zum Anfang, wo man auch einen grossen Gewinn hat. Für Bürger kann man auch 24/7 die Fragen stellen. Nicht ich würde sagen, das wäre ein Vorteil, dass ich nicht zu der Bürozeit jemanden erreichen muss. Genau, wenn man so einen digitalen Assistent richtig baut, dann kann er reden und schreiben. Man kann auch als Chatbot auf der Webseite mit dem gleichen im Hintergrund anbieten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten dort. Und über ein Handy kann jede Firma, kann jede Behörde einen digitalen Assistent anbieten. Auf der Webseite oder in einer App ist alles möglich. Kommen wir auf Bürgerinnen und Bürger zurück. Die Angebote gibt es. Können die alle nutzen? Oder was brauche ich daheim für ein Eingriff? Brauche ich den neuesten Computer? Brauche ich ein spezielles Smartphone? Oder muss man mir einfach zeigen, wie es geht? Und wenn ich es weiß, ist es dann einfach recht easy. Ja, also eben, Markus hat es jetzt schon ein bisschen gesagt, grundsätzlich kann man so Voice-Lösungen auf jeder Webseite oder App auch integrieren. Also es ist nicht ein zusätzlicher Smart Speaker, vorhin haben wir Alexa gehört, nötig, dass man das zusätzlich noch anschafft. Also ein Smartphone und Internetanschluss reicht grundsätzlich. Aber die Lösungen sollten natürlich sehr einfach zugänglich und verständlich sein, dass das möglichst viele Leute nutzen können. Also die Hürde sollte dort
sehr klein sein, für die auch anzuwenden. Genau. Dort ist halt einfach so eine einfache, natürliche Sprache, so wie wir zusammen reden, echt zentral. Dass es nachher nicht eben eine technische Sprache ist oder eine hochkomplexe, dass man dann gar nicht mehr, ja, das versteht. Wie sieht es bei den Hürdauspunkten, Behörde und Verwaltung? Also ist das, sage ich mal, relativ einfach zu integrieren oder machen da Verhaltungen, die schon die Hände verwerfen und sagen, oh, dann müssen wir jetzt gar nicht ein komplett neues System haben und Budget und das haben wir ja nicht. Wie sieht das von diesen Aufwendungen aus? Es ist sicher ein bisschen eine Challenge und man hat halt vielleicht auch immer eine andere Ausgangslage. Und, in dieser Firma, die ich arbeite, wir sind technologisch agnostisch, also wir haben keine Plattform, die wir bevorzugen. Weil wir gehen halt eben in eine Firma rein und schauen, wie sie aufgestellt ist und suchen dann das passende System. Weil teilweise haben die Systeme, die die Firmen oder Behörden brauchen, sind gut ausgelegt. Oder? Die grossen Anbieter von diesen Plattformen, die Assistenten drauf bauen, das sind die üblichen Verdächtigen. Also, und jetzt eine Firma zum Beispiel sehr stark auf Microsoft unterwegs ist, auch im Hintergrund grosse Microsoft-Systeme baut, bietet Microsoft alles an, für eine Assistenz zu bauen. Und das ist immer so etwas, was man anschauen muss, aber es ist richtig, dass die Firmen oder Behörden auch von der Datenaufbereitung noch nicht parat. Das muss auch stimmen. Aber das ist auch ein Punkt, wo ich immer sage, eigentlich sind heute alle gut beraten, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weil ich bin fest überzeugt, dass das kommt, weil es einfach zu einfach ist für einen Menschen. Und der Mensch ist sehr bequem. Und man eben auch früh genug kann sehen, hey, unsere Datenbasis ist nicht gut, wir sollten mal langsam einfach das aufbauen, dass wir es dann nutzen können, wenn wir so etwas einführen wollen. Wie weit sind wir am heutigen Punkt? Es ist ja immer schon ein schöner Gag, wenn ich Siri aufrufe und die Siri nicht richtig versteht. Und dann haben wir da einen schönen Gag, aber so soll es natürlich nicht sein. Also ist die Technik aber jetzt einsetzbar und zwar wünschenswert, weil die schon ganz vielen Orten zum Einsatz kommt und da haben wir wirklich noch Punkte, wo man dran muss arbeiten? In Sachen Verständlichkeit kommt es eben ein bisschen darauf an. Oder? Im Englischen sind die Systeme teilweise besser als die menschliche Fehlerquote, also eine kleine 5% Fehlerquote. Man sagt immer, der Mensch hat etwa 5%ige Fehlerquote. Im Deutschen sind wir dort, also im Hochdeutschen sind wir dort auch sehr nah dran, das Ganze zu verstehen. Was vielleicht noch so ein bisschen das Problem ist, ist, die Systeme können meistens nicht sehr weit über ein, zwei Sätze ausdenken. Das ist dort, aber dort wird sehr viel passieren, weil eine sehr starke Entwicklung dran ist. Aber wir sind so weit, dass es auch im deutschsprachigen Raum Systeme gibt, die Rechnungsfragen können, recht komplexe Rechnungsfragen können beantworten, wo man automatisch den Router daheim beim Telco-Unternehmen kann zurücksetzen über einen digitalen Sprachassistent. Also es gibt auch im deutschsprachigen Raum sehr gute Beispiele, dass man, wenn man will, schon sehr, sehr schöne und gute funktionierende Sachen kann machen. Ihr in der Rolle, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was wäre ein Sprachassistent, wo euch das Leben hier in Bern so richtig würde erleichtern? Also wenn es wirklich um das Leben hier in Bern geht und jetzt in Bezug auf Behördenkommunikation, dann sicherlich der Case vorhin mit der Steuererklärung. Also das fände ich ja, dann auch sehr ehrlich. Genau. Dann können wir anfangen. Genau, und sonst, ja, also das jederzeit verfügbar sein oder das 24-7, dass ich halt mit meinen Fragen immer eine Ansprechperson oder Ansprechperson immer meine Frage irgendwo kann deponieren und eine Antwort bekommen, egal zu welcher Tageszeit. Ja, finde ich eigentlich in der heutigen Zeit, wäre sicherlich das, was Markus so gesagt hat, so ein erster kleiner Schritt in eine Richtung, wo noch nicht gerade die fancy Steuererklärung wäre. Ja, hat er gleich Wunsch, Markus Maurer, oder hat er einen anderen Punkt, wo du sagst, du, das wäre jetzt gäbig, wenn ich das hier schon hätte? Ja, es geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Oder? Wir sind glaube ich, heute in einer Zeit, wenn ich halt am Abend um 10:30 auf dem Sofa hocke daheim und daran denke, oh, ich wohne nicht in der Stadt Bern, ich wohne in der Gemeinde Köniz, wenn ist die nächste Kartonabfuhr? Dass ich einfach das heute in den Raum frage und eine Antwort bekomme. Und nicht muss auf die Webseite gehen, sehr wahrscheinlich ist es im Departement Umwelt. Genau. Oder ja, ja. Dort ist es in den Ratsherrkalender. Und das ist halt genau so das Gute. Genau dort, bei solchen Sachen muss man anfangen, weil dort merkt dann auch jeder Mensch sehr schnell, hey, das ist ja extrem praktisch. Und das ist genau dort, wo man mit so kleinen Dingen kann man die Leute überzeugen, dass das eigentlich etwas Positives ist und wo ihm hilft und etwas Angenehmes ist. Wunderbar, merci für das Schlusswort. Merci, dass Sie meine Gäste waren. Ihr den Rolli, Markus Maurer, sehr spannendes Thema, digitale Sprachassistenten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Merci für den Besuch im Studio. Ja, meine Damen und Herren, das wäre es gewesen. Es geht nachher weiter im Kauerstudio mit dem Thema Hass. Hass in Social Media. Selbstbestimmung vom einzelnen User in Social Media. Wie sieht es da aus? Wo stehen wir da? Bis nachher.